Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, so. Also, heute habe ich für euch etwas Besonderes. Ja, ich hatte in den Sommerferien jetzt Geburtstag und ich habe mir jetzt dieses schicke Spiel hier für die Xbox One halt gewünscht. Wenn manche irgendwie fragen, wann ich hatte, ein Feiertag, sagen wir es mal so. Ja, also ich habe mir das Spiel gekauft, weil es halt noch eine Premium Edition gibt. Und die habe ich mir gekauft, weil es dort Lego-Sachen zum Bauen gibt. Und unser Kanal ist ja für Lego-Bauen und solche Sachen dazu da. Und das wollte ich mit euch ja. Also ein Unboxing. Könnt ihr daraus schließen. Also ich tue hier das, die ganzen vier Sets. Also drei Sets und eine Minifigur, die tue ich jetzt auspacken und aufbauen und werde euch das Reihe herum zeigen. Ja, also ich habe mir das Spiel für die Xbox One, denn ich habe auch eine Xbox One. Ja, gefällt mir besser als die PS4, aber ist ja alles. Ich will ja keine Diskussion hier in den Kommentaren auslösen, was hier jetzt besser ist, aber egal. Gut, also ihr seht, vier Sachen gibt es dazu und natürlich das Hauptspiel. Dann gibt es natürlich noch den Season Pass und alle Sachen, aber das ist leider nicht dabei. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hoffe, das Licht geht, denn meine Lampe ist kaputt. Ich versuche eine neue jetzt schnellstmöglich zu bekommen. Und dann würde ich sagen, packe ich das jetzt mal aus. Dazu, ich habe schon ein bisschen also reingeschaut, weil wieso sollte man ein Geburtstagsgeschenk einfach ungeöffnet lassen? Also ich denke, jeder von euch kennt diesen Drang. Ihr seht jetzt nicht alles. Also ihr seht hier, ist so verpackt. Es gibt so ein abgetrenntes Teil und hier so. Dann ziehe ich jetzt mal das Hauptspiel. Also das hier kriegt ihr eigentlich für 60 Euro und die Premium Edition für 70 Euro. Und ja, dort drin sieht man das Hauptspiel hier und dann halt noch eine Beschreibung und ich muss kurz schauen. Jabbas Charakterpaket, aber den Code zeige ich euch natürlich nicht, denn ich will ja nicht, dass ihr hier mal meinen Code bekommt. Der ist na, ja für mich. So, also das ist die Gaming Box, also die Disc und so, das werde ich aber dann später mal zocken. Auf jeden Fall hinten sehen wir auf dem Karton, sind halt so die ganzen Features hier angezeigt. Dazu brauche ich euch jetzt nicht viel sagen, ihr seht ja die Verpackung. Also das könnt ihr selber sehen, wenn ihr es euch kauft. Oder im Laden könnt ihr es natürlich auch sehen. Also dann holen wir uns mal die, hier die vier Sachen raus. In diesem einen Package haben wir hier die zwei Sachen, einmal Finn und diesen Star Destroyer von Kylo Ren. Dann nehmen wir mal die anderen zwei Sachen raus. Dann haben wir dann den X-Wing von Poe und dann haben wir Kylo Rens Kommando Shuttle. Gut. Dann tue ich das jetzt mal, ich tue jetzt noch die Kamera umstellen und dann fangen wir an mit dem ersten, mit der ersten Sache. Wir fangen an mit Kylo Rens Kommando Shuttle. Ihr könnt jetzt manchmal nicht alles sehen, aber ich will halt, dass ihr das Hauptsächliche seht, und zwar die Teile. Und das wäre. Ja. Hier. Oh nein, das ist hinter. Das ist immer der Nachteil, wenn man hier auf dem kleinen Tableau das dreht. So, haben wir alles. Wenn nicht, dann fällt mir drauf. Ich mache einen kleinen Scheitraffer, um das kurz aufzubauen und dann sehen wir uns gleich. Ich bin fertig mit dem ersten Bauen, also Bauten, und
Ein kleines Lichtproblem, das seht ihr wahrscheinlich im Zeitraffer. Das habe ich jetzt aber gelöst. Und also, Entschuldigung wegen diesem kleinen Verdunkler im Zeitraffer. Aber das ist zum Glück nur dieses eine Set jetzt. Die anderen werden jetzt alle beleuchtet sein. So, wir haben Kylo Ren's Command Shuttle. Ich hätte das gerne auch in groß, aber habe ich leider noch nicht. Aber ich habe Kylo Ren wenigstens als Minifigur. Hier sehen wir, ich finde so ein Mini-Modell sehr schön detailliert hier. Außen mit der Kanone. Also das Wichtigste ist da. Die Luke haben sie auch gut versucht darzustellen. Ist halt nicht jetzt alles das Allerbeste, aber man muss halt immer noch sagen, es ist halt ein Miniaturenmodell. Und es gefällt mir eigentlich hier so, wenn er so landet und so. Ja. Aber es haben, sieht eigentlich schon ganz gut aus, wenn er hier so landet und dann die Luke aufgeht. Ist schon ganz gut gemacht. Die Flügel kann man natürlich nicht einklappen, weil man dazu kein richtiges Gestell hat. Aber es sieht wirklich ganz schick aus. Vorne hätte man vielleicht noch einen Aufkleber, aber oder irgendein bedrucktes Teil. Aber ich finde schön hier auch die Triebwerke hinten. Also schön detailliert. Puh, kann ich jetzt nicht Schlechtes dazu sagen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich weiß nur noch nicht, wo es hinkommen soll. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Ich mache jetzt keinen Cut. Ich stelle es einfach nebenher und dann nehmen wir einfach diese Packung hier. Der First Order Star Destroyer. So, dann machen wir jetzt auf. So. Wenn noch Teile drin sind, dann finde ich sie später. Aber jetzt habe ich sie halt jetzt gar nicht gefunden. So, der Müll muss hier hinten weichen. Und jetzt baue ich im Zeitraffer mal das nächste auf. Bis gleich. Das hier ist der First Order Star Destroyer. Und der, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Also, das Einzige, was mir halt nicht gefällt, ist halt, dass der so flach ist. Aber das, da kann man halt nichts machen. Das ist halt leider so. Also, ich finde schon schön, dass sie so wenigstens hier... Also, er sieht schon schön im Orbit aus, sagen wir mal. Also, vorne gefällt mir wirklich sehr gut. Das haben sie wirklich gut gemacht hier mit diesen Abrundungen. Und dann geht es zu der Brücke über und das hier vorne gefällt mir auch schön. Die Triebwerke finde ich auch, hier haben sie es gut verbaut und so. Und das ist echt, also mir gefällt es mehr als das Command Shuttle von Kylo Ren, weil es irgendwie nochmal so heraussticht und so detaillierter ist. Und mir gefällt es einfach irgendwie nochmal mehr und ich finde es echt schön. Also echt, das hat sich ein Platz in meiner Sammlung verdient. Ja, also finde ich echt schön. Also mal schauen, was die das letzte Set ist, also Mini-Set jetzt noch hin also herbringt. Und ja, dann würde ich sagen, geht's gleich zum dritten Set. Das ist nämlich Post X-Wing. Scheiße, mir ist das runtergefallen. Das ist immer das Blödeste. Aber das hier scheint am meisten Teile zu haben. Also sieht für mich so aus. Gut, dann hole ich jetzt noch das Teil von unten und dann geht's los zum Zeitraffer.
liegt mir am wenigsten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mehr für Imperium, Erste Ordnung und so bin, aber also das Design von Poe's X-Wing finde ich schon ganz gut, aber Luke's X-Wing, also war ja ein klassischer, aber trotzdem, irgendwie fand ich den ein bisschen besser. Aber hier finde ich den, das Haupt, also dieses ohne den Flügeln, das habe ich hier jetzt als Stütze hingetan, weil es ist übrig geblieben. Das Hauptmodell hier, dieses langgezogene und die Triebwerke hinten, finde ich sehr schön gemacht. Auch hier das hier, diese kleinen Details, aber die Flügel irgendwie gefallen mir denen nicht so. Weil die sind so schief. Die einen gehen hier so nach vorne und die anderen gehen hier so nach hinten. Also ich, es ist jedem seine Sache, aber mir gefällt es irgendwie nicht so. Also bis auf die Flügel ist es schon ein schönes Ding. Also es hat mir am Anfang ganz schön gefallen, bis dann die Flügel kamen. Und ja, also das kann man natürlich extern ändern, aber ich habe jetzt, ich bewerte es halt nach den normalen Baukriterien von Lego. Und ja, also finde ich ganz schick, bis auf die Flügel, deswegen ist es jetzt nicht mein Lieblingsding. Also der Star Destroyer ist immer noch mein Favorite. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur dritten Packung. Und zur vierten. Ist mittlerweile schon vier. Und hier haben wir die Spezialminifigur, wenn sie mal rauskommen würde. Beschreibung brauche ich wirklich gar nicht. Also so. Dann tun wir das hier mal raus. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Um mich zu finden, ihr habt irgendein Foto, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ihr habt irgendwie gesehen, wie ich sie zusammengebaut habe. Diese Minifigur, ich finde sie einfach nur spitze. Also wirklich. Von Anfang an hier alles. Vor allem den Kopf habe ich ja schon. Aber jetzt habe ich gerade das Stativ verdreht. So. Das Gesicht, weiß ich nicht, ob das das gleiche ist. Ich weiß es jetzt nicht, dazu müsste ich meinen anderen Finn holen. Aber auf jeden Fall ist das zweite Gesicht das gleiche. Da wo er so ein bisschen schaut. Und das finde ich auch geil, weil ich wollte mal so einen Finn in so einer Sturmtruppenrüstung, weil den gab es ja auch in The Force Awakens zu sehen am Anfang. Und das ist er. Und finde ich wirklich schön gemacht. Und die Haare sind natürlich gleich. Aber der Sturmtruppenanzug auch. Aber ich, diese Sandflecken finde ich so schick und so detailliert. Das müsste ich einfach mal anschauen, wie schön das bemalt oder bedruckt ist. Ja, wie es hier doch an. Jetzt klasse mir meinen schönen Moment. Ja, hier diese Sandfarben hier. Überall am Brustpanzer. Hier unten bei den Molekülen und bei den ganzen Knöpfen und technischen Geräten, technischen Anzeigen, dann hier über die Hose. Das ist so ein richtiges Absturzfeeling auf Jakku. Und hier hinten auch noch, und das ist einfach so weit gezogen. Was natürlich, nee, das ist aber auch im Film nicht so, dass Sand im Gesicht ist, aber das finde ich wirklich, die Minifigur gefällt mir so sehr, weil es mal so ein richtiges, schiefgelandetes, also es gibt immer so Figuren, die sehen immer so ganz normal aus, ja, die haben keine Fetzen oder so, und der hier hat mal, ist mal so ein bisschen verschleddert und so, und gefällt mir echt gut, der Stil. Und ja, das waren jetzt die vier Sachen. Ich kann es euch nochmal zeigen. X-Wing, Flügel bitte ausbreiten. Command Shuttle. Jetzt muss ich ein bisschen höher gehen. Dann
Star Destroyer. Und natürlich Finn. Gut. Dann habt ihr wahrscheinlich alles jetzt schon gesehen. Ja, habt ihr. Ich habe euch alles gezeigt. Da könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr viel mehr sehen. Und ja, also ich wünsche mir selber jetzt schöne Spielzeit mit dem Spiel, denn das hat schon viel Inhalte zu bieten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch ein Däumchen nach oben. Und ja, wenn ihr mehr Videos auf dem Kanal sehen wollt, checkt einfach die Playlists durch oder schaut doch mal unser neues Format, und zwar das Mock Battle. Das ist heute schon wieder rausgekommen und oder gestern für euch. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, abstimmen auf jeden Fall, denn es geht noch bis Freitag die Abstimmung und oder bis Donnerstag. Und dann würde ich sagen, ja, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!